Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V-Rising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, wie versprochen aus dem letzten Video, entscheiden wir uns jetzt zwischen der blöden Ziege, nämlich Christina. Und mittlerweile habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf die, weil ich befürchte, dass ich es wieder nicht schaffe. Deshalb gehen wir jetzt einfach auf die Terra di Geomantin. Und was steht? Als Ergebnis einer langen Reihe von Erdsprechern lebt Terra in der Einsamkeit der Berge zwischen funkelnden Edelsteinadern und schroffen Felsbrocken. Trotz ihres stoischen Aussehens, weiß jemand, was das bedeutet? Ich nämlich nicht. Stoisch habe ich noch nie gehört. Aussehens und Verhaltens hat sie die Kommunikation mit den Geistern der Natur in den Wahnsinn getrieben. So, wir kriegen wieder eine neue Kraft. Wir wissen aber noch nicht welche. Wir haben Gebäude, dann Edelstein, Bearbeitungstisch. Das ist sehr schön, wenn wir es auch schaffen. Und was haben wir hier? Sieg, Golem Stone. Place the Sieg Stone in an uncontested location. It takes 150 Sekunden for the stone to activate. When activated, you can interact with it to transform into a siege golem for up to 300 seconds, allowing you to break into stone structures. Also, Moment. Also, wir können dort eine Statue, sowas in der Art, in einer... Aha. When activated... To break into stone structures. Habe ich noch nicht so ganz. Also es ist irgendein ein Golem-Stein, der uns befähigt. Sofern der aktiviert ist, dann können wir mit dem interagieren. Und wir werden dann in einen Sieg-Golem transformiert. Für 300 Sekunden. Und dieser erlaubt uns, dass wir in Steinstrukturen durchbrechen können. You can absorb a set amount of damage before the form breaks. Man kann einen relativ hohen Schaden sozusagen absorbieren damit, bevor diese Steinform dann eben sozusagen auseinanderbricht. The amount of damage you can absorb scales based on the health of the Sieg Stone. Und die Zahl des Schadens, die wir sozusagen you can absorb, die wir absorbieren, skaliert mit der Gesundheit des, ja, des Siegstones, des Siegsteins. Ja, ich denke, wir müssen das dann mal in der Wirklichkeit uns anschauen, was damit genau gemeint ist. Wir schauen uns jetzt erstmal an, Terra di Geomantin, los geht's, Blut verfolgen. Ich bin ja mal gespannt, wo es uns dahin treibt. Aktuell bleibe ich bei meiner Skillung mit den Äxten und habe auch den Blutschleier, die Chaossalbe, den Wall der Verdammten und den gnadenlosen Angriff. Und wir schauen jetzt mal, wo die gute alte Dame zu finden ist. Ich vermute im Westen, aber wer weiß das schon. So, jetzt schauen wir mal, wo sie uns hinleiten. Nein, da vorne. Oh, ist das etwa da oben? Mhm. Na gut, dann machen wir es so wie immer. Ich schaue, dass ich sie finde und wenn ich sie gefunden habe, dann bin ich sofort wieder bei euch. Bis gleich. Ciao. So, wir haben sie gefunden. Ich zeige euch kurz auf der Map, wo sie zu finden ist. Und zwar Bedrock Pass im Dunley-Ackerland. Ein bisschen im Westen. Genau. Dort finden wir sie. Dort steht die Gute. Und ich weiß nicht, was sie drauf hat. Ich denke aber, wir werden es gleich erfahren. Und ja,
Schauen wir mal. Ich bin da vom Blutschleier auf den Chaosschleier gewechselt wegen den Explosionen. Gucken wir mal, was sie kann. Ja. Aha. Oh, um Gottes Willen. Ah ja. Schön. Oh, und Golems beschwören. Ah, okay. Ah ja, alles klar. Aber sie ist recht langsam. Okay, ich glaube, das ist nicht so schwer. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Oh. Okay. Okay, die denke ich ist wirklich nicht so schwer. Okay, dann wir müssen die zwei, die kleinere Golem platt machen. Sonst können wir ihm keinen Schaden zufügen. Aber jetzt. Das war nix. Ah, easy. Okay, der ist wirklich easy, der Kampf. Wirklich leicht. Viel Zeit zum Ausweichen. Sehr schön. Viel Zeit zum Ausweichen und ja, ist wirklich gut machbar. So, perfekt. Das ging schnell. Dann geht's jetzt wieder zurück in die Basis. Höhleneingang, ja, Höhlengang. Habe ich noch keinen gefunden. Ich weiß, dass man da unterirdisch schnell reisen kann. Was ich allerdings nicht weiß, ob wir da sozusagen, ja... Das geht ja nicht über die normalen Portale. Das dürfen wir ja nicht. Das werde ich mal ausprobieren, wenn wir uns die mal näher anschauen, ob wir da mit Mats auch schnell reisen können. So, wir
sprinten, laufen, rennen, ganz schnell wieder zurück zum Schloss. Ich melde mich dann wieder und dann gucken wir mal, was die Gute uns unterlassen hat. Bis gleich. Ciao. So, willkommen zurück. Dann schauen wir mal eben ganz kurz, was wir hier Schönes von ihr bekommen haben. Einmal nochmal kurz drüber gucken, was sie uns gegeben hat. Den Spektralwächter. Mhm, das wissen wir genau. Rezepte, alles klar. Schauen wir mal. Also Illusion höchstwahrscheinlich. Ja. Wir haben eine Ultimative bekommen. Beschwöre einen Spektralwächter, der alle Verbündeten in seinem Bereich vor Schaden in Höhe von 125% deiner Zauberkraft mit, weiß man wieder nicht, mit so und so viel Sekunden Wiederaufladezeit schützt, wenn er zerstört wird. Moment. Also, das ist sozusagen ein Tank, der uns schützt in Höhe von 125% unserer Zauberkraft, bis er... Ja, wenn er zerstört wird oder bis er zerstört wird. Er hält 7 Sekunden lang an und wendet bei Ablauf der Zeit einen Zauberkraftschild für so und so viele Sekunden auf Verbündete an. Cool, jetzt müssen wir mal anschauen, wie es ausschaut. Ja, mal hier ins Thronzimmer. Mal Platz. Tee. Wow. Oh, und dann kriegen wir ein Schild, wenn wir in seinem Umfeld sozusagen sind. Und, das ist ja cool. Das ist richtig cool. So als Schutzzauber noch zusätzlich. Hat aber eine sehr hohe Abklingzeit. Aber cool. Finde ich gut. So, wir hauen jetzt hier... Lassen wir es einfach mal drin. So, wir haben die Mets habe ich schon für diesen neuen Edelstein-Schleiftisch. Ich hoffe mal, dass der auch diesen Boden braucht. Hier ist er. Und der passt ja perfekt hier rein. Wie rum? So rum wahrscheinlich. Boah, sieht das cool aus. Den werde ich mir so postieren. Passt ja perfekt. Machen wir so ganz schön niedrig, das Ding. Oder? Schauen wir mal. Boah, Hammer. Ja, irre. Die Lupen. Wahnsinn. Den möchte ich gerne mal in Aktion sehen. Schauen wir mal, was können wir denn machen? Hier können wir uns dieses Siege-Golem-Stein herstellen. Wow, 200 Steinziegel, gut, das ist wie Sand am Meer. 200 Edelsteinstaub, das ist eine Ansage. 16 Geißelsteine, okay, 12 verbesserte Blutessenzen. Gut, da können wir... Ach Gott, da brauche ich ja natürlich dieses blöde Regulus-Muster, das habe ich einfach nicht. Also der Raum ist richtig, aber der Boden ist falsch. Der Typ ist falsch. Okay, da können wir... Moment mal, wie geht denn das jetzt hier? Da brauche ich... Ach so, klar. Gleichmäßiger Saphir. Das ist die nächste Stufe. Den will ich jetzt nochmal ganz kurz in Aktion sehen. Wollen wir hier mal gucken, dass wir hier noch ein paar... Ah ja. Rohensaphir. Gucken wir mal die ganzen hier rein. Rohensmaragd. Poppers passt nicht mehr. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh, Hammer. Guckt euch das an. Ist das cool gemacht. Unfassbar. Sehr schön. Okay, in diesem Sinne, frohes Schleifen. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich fand den Boss überhaupt nicht schwer. Sehr leicht. Und gut machbar und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielleicht bin ich dann mal so mutig, dass wir uns endlich die Christina vornehmen. Sonst nehmen wir halt wieder einen anderen. Genau, also ich wünsche euch was, haut rein, viel Spaß, bis bald. Ciao.